Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer haben sich gestern auf ein Papier zur Flüchtlingskrise geeinigt. Sie benennen darin die sogenannten Transitzonen als, Zitat, vordringlichste Maßnahme zur besseren Kontrolle unserer Grenze. Darunter ist eine Art von umzäunten und abgeschlossenen Flüchtlingslagern an Flugplätzen und Landesgrenzen zu verstehen, die dazu dienen sollen, dass abgelehnte Flüchtlinge gar nicht erst in die Landeserstaufnahmestellen weitergeschickt werden. Die SPD lehnt die geforderten Transitzonen ab, bezeichnet sie gar als Haftanstalten. Heute hat sich auch der baden-württembergische Innenminister und SPD-Politiker Reinhold Gall dazu geäußert. Egal ob Karlsruhe, Meßstetten oder Sigmaringen, die Lage in den Landeserstaufnahmestellen sieht überall ähnlich aus. Täglich kommen neue Flüchtlinge dort an, für die dort kein Platz mehr ist. Ob die gewünschten Transitzonen der richtige Weg sind, um die Flüchtlingsströme zu stoppen, wagt Gall jetzt noch nicht zu beurteilen. Seiner Meinung nach sollten die Parteivorsitzenden alle Vorschläge eingehend prüfen und sich auf einige Dinge grundlegend einigen. Ich gehe davon aus, es wird eine Lösung geben, der Gestalt oder in dem Punkt, wo es dann darum gilt, wie schaffen wir es eigentlich jetzt, das Thema Erfassung zu verbessern und auch das Thema Rückführungsmanagement auf der Bundesebene zu verbessern. Da muss es ganz einfach eine Lösung geben, weil es die Bevölkerung jetzt von uns ganz einfach erwartet. Gall ist überzeugt, dass das Thema freiwillige Rückkehr viel erfolgversprechender sei als zwangsweise Rückführungen. Die Landesregierung müsse die Arbeitsweise darauf abstellen und dementsprechend mehr Personal einstellen. Weil wir schon bei der Ersterfassung dieser Menschen eine Beratung machen wollen, wenn es geht sogar vor Antragstellung, was das Thema Asyl anlangt. Also direkt beraten, Sie auch darauf hinweisen, wie die Erfolgsaussichten mit hoher Wahrscheinlichkeit sein werden. Also Sie nicht erst in ein Verfahren zu schicken, das eher nicht zu dem gewünschten Erfolg führen wird, sondern sie vorher entsprechend zu beraten. Für die Fälle, in denen die freiwillige Rückkehr nicht funktioniert, will Gall die Prozesse beschleunigen und etwa Abschiebehindernisse reduzieren. Abschiebehindernisse können beispielsweise gesundheitliche Aspekte sein. Logischerweise ist jemand, der so schwer erkrankt ist, dass er gar nicht reisefähig ist, der wird natürlich nicht rückgeführt. Aber wir werden auch Schritt für Schritt sicherstellen, dass beispielsweise die Reisefähigkeit schneller bescheinigt oder nicht bescheinigt wird, dass wir das vor Ort direkt machen können. Grundsätzlich wolle man dabei keine Familien auseinanderreißen, so Gall. Einen Winterabschiebestopp, wie von vielen gefordert, werde es in Baden-Württemberg nicht geben.